Kapitel 6. Wow! Ich sah zu ihm hoch, ohne an die hypnotische Kraft dieser grünen Augen zu denken. Schauen Sie, ich bin keine Auftragsmörderin. Ich bin Nekromantin. Ich bringe Leute zurück, damit man ihnen Fragen stellen kann, und bette sie, wenn nötig, zur Ruhe. Vor 50 Jahren entfloh meinem Reich ein Dämon, sagte der Fürst sanft, ohne auf meine Einwände einzugehen. Er durchwandert eure Welt nach eigenem Gutdünken, und er steht kurz davor, das Ei zu zerbrechen. Hat er das Ei zerbrechen gesagt? Ist das irgendein Dämonen-Euphemismus? Was für ein Ei? Fragte ich und rutschte unbehaglich im Sessel hin und her. Mein Schwert lag quer über meinen Knien. Das alles fühlte sich zu echt an, um eine Halluzination sein zu können. »Das Ei ist ein dämonisches Artefakt. Sie müssen mir glauben, wenn ich sage, dass es sehr unangenehme Folgen haben wird, wenn dieser gewisse Dämon das Ei in ihrer Welt zerbricht.« Mein Mund wurde ganz trocken. »Meinen Sie mit unangenehm jetzt sowas wie Weltuntergang?« Der Fürst zuckte mit den Schultern. »Ich wünsche, dass das Ei gefunden und der Dieb hingerichtet wird. Sie sind Nekromantin und können Dinge sehen, die anderen verborgen bleiben. Manche haben sie den größten Totenerwecker ihrer Generation genannt, was wahrhaftig ein großes Lob ist. Sie sind ein Mensch. Aber vielleicht schaffen sie es, das Ei zu finden und den Dieb zu töten. Jaff wird sie begleiten, um ihre Haut zu retten, bis sie ihre Aufgabe erfüllt haben.« Wieder drehte er sich dem Kamin zu. »Und wenn sie mir das Ei zurückbringen, belohne ich sie großzügiger, als ein menschliches Wesen es sich je erträumen könnte.« »Ich bin mir nicht sicher, ob ich so scharf auf Ihre Belohnung bin. Schauen Sie, ich mache einfach nur meine Arbeit. Ich hole die Toten zurück, wenn es um Fälle von Unternehmensrecht oder um testamentarische Fragen geht. Als einsamer Rächer bin ich nicht besonders gut.« »Um Ihre Hypothek abzubezahlen und besser als die meisten von Ihrer Sorte zu leben, haben Sie, seit Sie vor 5 Jahren die Akademie verlassen haben, alle möglichen Aufträge angenommen, von der Suche nach Kautionsflüchtigen über Industriespionage bis hin zu anderen illegalen Dingen. Wenn auch nicht Mord, so viel muss ich Ihnen zugestehen. Treiben Sie keine Spielchen mit mir, Dante. Sie wären außerordentlich schlecht beraten.« »Das gilt umgekehrt genauso, Hoheit. In Ihrem Allerheiligsten sitzt eine bis an die Zähne bewaffnete Nekromantin, die Ihren Namen kennt. Sie müssen sehr verzweifelt sein.« Mein Mund fühlte sich an wie trockene Baumwolle. Meine Hände zitterten. Ich hatte schon wieder gelogen. Auch wenn ich mehr an Forschung interessiert bin als andere Nekromanten, kenne ich den Namen des Teufels nicht. Den kennt niemand. Und er war sowieso viel zu mächtig, als dass er sich wie ein einfacher Imp hätte herumkommandieren lassen. Ich bezweifelte sogar, dass mir das Wissen um Tears Jeffremels Namen mehr bringen würde, als ihn davon abzuhalten, mich auf der Stelle zu töten. Luzifers Name war ein Rätsel, das jene Magi zu ergründen suchten, die glaubten, sie könnten die Kontrolle über die Legion der Hölle übernehmen, sobald sie ihn wüssten. Die Zeremonialen behaupten, Luzifers Name sei eher wie der Name eines Gottes. Er würde ihn beschreiben, aber keine Macht über ihn verleihen. Die exakte Natur der Beziehung zwischen Luzifer und den Göttern wurde ebenfalls heiß diskutiert. Seit der vollständige Nachweis über die Existenz der Dämonen erbracht war, hatten die verschiedenen Kirchen, die das große Erwachen überlebt hatten, die zeremonialen Experimente durchgeführt, die überwiegend ergebnislos geblieben waren. Der Glaube an die Macht der Worte war unabdingbar, wenn man Imps vertreiben wollte. Aber manchmal half auch das nicht, außer der betreffende Dämon war außerordentlich schwach. Wie Gabes Großmutter, Adrienne Bucarelli, einmal in einer Fußnote in ihrem »Götter und Magi«
angemerkt hatte, war es nur gut, dass Dämonen nicht die Welt beherrschen wollten, da man sie ohnehin nur vertreiben konnte, wenn sie klein und zusammengestoppelt waren. »Und sie müssen habgierig sein.« Seine Stimme hatte sich nicht im geringsten verändert. »Was wollen Sie, Dante Valentine? Ich kann Ihnen die Welt geben.« Seine Worte wisperten durch meine Venen, hämmerten in meinem Schädel. »Ich kann Ihnen die Welt geben.« Ich ließ es mir tatsächlich durch den Kopf gehen, aber Lucifer konnte mir nichts geben, was ich mir wünschte. Und der Preis wäre sowieso zu hoch gewesen. Wenn ich mir sonst auch gerade über nichts sicher war, darüber schon. »Weiche von mir«, flüsterte ich schließlich. »Ich will nur in Ruhe gelassen werden. Ich will damit nichts zu tun haben.« »Ich kann Ihnen sogar verraten, wer Ihre Eltern waren.« »Verdammter Hurensohn!« Ich sprang auf und riss mein Schwert heraus. Blaue Runen schlängelten sich um den Stahl entlang, aber keiner der Dämonen rührte sich. Ich bewegte mich rückwärts um den Sessel herum, weg von Jaff, der immer noch dastand wie eine Statue und mein Schwert anstarrte. Der rote Schein des Feuers lief über die Klinge und die verschlungenen Runen. »Lassen Sie meine Eltern da raus«, knurrte ich. »Also gut, dann mache ich Ihren Job, Iblis Lucifer, aber nur, wenn Sie mich in Ruhe lassen. Und Ihr dressiertes Dämonenschoßhündchen, da drüben will ich auch nicht. Geben Sie mir, was Sie an Informationen haben, und dann suche ich das Ei für Sie.« Soweit ich wusste, waren meine Eltern zu arm gewesen, um mich großzuziehen. Entweder das, oder sie waren abhängig von irgendeinem Rauschgift-Cocktail gewesen. Es spielte auch keine Rolle. Nachdem mein Matheson-Index so hoch war und sie mich in ein Krankenhaus abgeliefert hatten, hatte man mich nicht als Arbeitssklavin verkaufen können. Das war das einzige Geschenk, das sie mir gemacht hatten. Das und der genetische Unfall, der mich zur Nekromantin gemacht hatte. Beides unglaubliche Geschenke, wenn man sich mal die Alternativen vor Augen führt. Ich wurde nicht zum ersten Mal damit aufgezogen, dass ich ein Waisenkind war. Aber niemand machte das öfter als einmal. Lucifer zuckte mit den Schultern. »Sie müssen ja Frimmel mitnehmen. Alles andere wäre Selbstmord.« »Und mich von ihm übers Ohr hauen zu lassen, sobald wir das Ei gefunden haben? Sie können nicht wollen, dass bekannt wird, dass jemand damit abgehauen ist.« Ich schüttelte den Kopf. »Kommt nicht in Frage. Ich arbeite allein.« Seine Augen blitzten auf und bohrten sich in meinen Schädel. »Sie scheinen sich einzubilden, dass Sie die Wahl haben.« Ich hob mein Schwert zum Schutz gegen seinen Blick. Schweiß lief mir den Rücken hinab und in meine Jeans hinein. Es war grauenhaft heiß. »Was denn auch sonst? In der Hölle? Was hattest du erwartet? Minzlimonade? Ein kühles Lüftchen?« Ich bekam nicht mal mit, dass Jaff sich rührte. Mit einer einzigen Bewegung riss er mir das Schwert aus der Hand, steckte es in die Scheide zurück und presste mir die Waffe gegen die Schläfe. Einen seiner Arme hatte er um meine Kehle gelegt und mich vom Boden hochgehoben. Ich trat nach ihm, traf aber nur ins Leere. »Sie sind faszinierend«, sagte der Fürst der Hölle und schritt durchs Zimmer. »Die meisten Menschen würden jetzt schon schreien oder weinen. Ihr Menschen habt eine betrübliche Tendenz zum Schluchzen.« Ich warf ihm eine Obszönität an den Kopf, bei der Yado-Sensei mit seinem asiatischen Sinn für Etikette zusammengezuckt wäre. Jaff rührte sich nicht, nur sein Würgegriff lockerte sich ein klein wenig. Ich schnappte nach Luft. Er hätte meine Luftröhre zerquetschen können wie ein Pappbecher. Ich hörte auf, nach ihm zu treten. Damit würde ich nur das bisschen Sauerstoff verschwenden, das mir noch blieb, und konzentrierte mich darauf, die Welt zu einem einzigen, reglosen Punkt zusammenfließen zu lassen. »Gib sie frei«, sagte der Fürst ruhig. »Sie baut Psy-Energie auf.« Jaff ließ mich los. Kaum berührten meine Füße den Boden, schwang ich mich auf dem Ballen herum und riss mein Schwert aus der Scheide, das mit singendem Geräusch einen silbrigen Bogen beschrieb. »Kein Denken«, gellte die Stimme des kleinen, nussbraunen Yado mit seinem orangefarbenen Anzug in meinem Kopf. »Du nicht denken. Du bewegen. Bewegen.«
Wieder sah ich Jaff nicht kommen. Plötzlich stand er ganz dicht vor mir, schneller als ein Mensch dies je könnte, verdrehte mir das Handgelenk, bis es beinahe brach, und entriss mir das Katana. Ich schlug zu und traf ihn am Kopf, der nach hinten flog. Nach einem Ausfallschritt weg vom Dämon zog ich meine beiden Schwertbrecher heraus, presste den einen gegen meinen linken Unterarm und hielt den anderen mit ausgestrecktem Arm vor mir hin. So war ich auf alles vorbereitet. Auf alles, nur nicht auf das. Jaff ließ mein Schwert fallen. Es landete qualmend und klirrend direkt neben der Scheide auf dem Boden. »Geweihter Stahl! Sie glaubt!« sagte er und warf dem Fürsten, der stehen geblieben war und mich musterte, einen Blick zu. »Natürlich glaube ich«, dachte ich wie im Delirium. »Ich spreche regelmäßig mit dem Gott der Toten. Ich glaube, weil ich muss.« »Meinen Sie, Sie könnten sich aus der Hölle freikämpfen?« fragte der Fürst. »Meinen Sie, Sie könnten mal zur Abwechslung höflich sein? Ich muss nämlich sagen, Ihr Umgang mit Gästen ist nicht gerade das Gelbe vom Ei.« Keuchend zog ich Luft durch meine raue Kehle. Es fühlte sich an, als würde mich das Gas, das Dämon als Luft diente, allmählich ersticken. Luzifer machte einen Schritt auf mich zu. »Ich bitte um Entschuldigung, Dante. Kommen Sie, setzen Sie sich. Wir sollten uns wirklich höflich auf der halten, wo wir Sie doch um Ihre Hilfe bitten wollen.« »Was ist mit dem Ei?« fragte ich, ohne mich zu rühren. »Warum ist es Ihnen so wichtig?« Die Art, wie Luzifer mich anlächelte, ließ mich zurückweichen, bis meine Schultern gegen ein Bücherregal stießen. »Was in dem Ei ist?« fragte er zurück. »Das geht Sie nichts an, Mensch.